Shalom, shalom. Ja, wir sind immer noch dabei, über die Reich Gottes Prinzipien zu sprechen. Wisst ihr, vor ein paar Tagen habe ich so, glaube ich, eine Erkenntnis bekommen. Denn Reich Gottes, das Reich Gottes auf Erden hat begonnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Und es sind jetzt mehr wie 2000 Jahre her. Und der Herr Jesus sagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Drei spielt eine große Rolle bei Gott. Und 2000 Jahre haben wir jetzt schon alles eher gelebt als Reich Gottes. Wir haben gelebt, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Wir sind auch in den Kirchen, haben wir gegeben und gebetet und gefastet, weiß ich was alles, damit wir was bekommen. Also wir haben Gnade noch nicht begriffen. Und jetzt sind wir im dritten Tag. Und ich glaube, dass der Herr jetzt sein Reich auf Erden massiv zu bauen beginnt. Ich glaube, wir werden noch überrascht sein, was an Dunkelheit ans Licht kommt. Wir werden noch überrascht sein, welche Veränderungen kommen. Denn der Heilige Geist wirkt jetzt an so vielen Menschen, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Ja, aber ich bin voller Zuversicht, dass Jesus den Sieg gewinnen wird, koste es, was es wolle. Die Dunkelheit ist besiegt. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Und heute möchte ich gern sprechen über das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Das steht, ein Gleichnis davon steht in Matthäus 20, 1 bis 16. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen, und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber auserwählt. Also nach logischem Denken ist es eigentlich sehr unfair, ja? Die einen haben den ganzen Tag gearbeitet und die anderen nur eine Stunde und alle haben sie gleich bekommen. Und da fällt mir ein, da sind ja zwei mit Jesus gekreuzigt worden und einer hat erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Jesus sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat überhaupt keine Gelegenheit gehabt, noch Gutes zu tun auf dieser Welt. Aber wisst ihr, Gnade ist unverdient. Gnade kannst du dir nicht verdienen. Und Gott schenkt Gnade denen, die ihm vertrauen. Und ich muss euch sagen, ich habe in Amerika circa 4 Jahre Drogensüchtigen gedient, die zu mir gekommen sind, bei mir gelebt haben. Und die waren wirklich, also die kamen aus einem sündigen Leben, das war wirklich schlimm.
Und die waren 2-3 Monate bei mir und die hatten Offenbarungen und die hatten Prophetien. Und ich saß daneben und habe gesagt, ja Herr, also jetzt habe ich habe dir mein ganzes Leben gedient, aber so habe ich es noch nie erlebt wie die. Ich war ganz gleich wie die. Ich habe geglaubt, ich verdiene was Besseres, weil ich mein ganzes Leben, ja, mehr oder weniger ein scheinheiliger Christ war. Und der Herr hat gesagt, nein, meine Gnade verteile ich, wie ich es will. Und ihr Lieben, da müssen wir uns dran gewöhnen. Gott hat ein anderes System als wir. Wir kriegen bei ihm nicht, was wir verdienen, sondern was er uns schenkt, was wir brauchen. Und so ist es ein ganz wichtiger Teil unserer Erkenntnis als Reich Gottes Bürger, dass wir aus Liebe für ihn arbeiten. Wisst ihr? Ich mache überhaupt nichts, um was zu bekommen. Im Gegenteil, in Uganda, ich mache alles um Gottes Lohn. Und wie er mich versorgt, das ist unwahrscheinlich. Ich habe noch nie eine Gehalt bekommen, weder in Europa noch hier. Für alles in Afrika. Aber keiner könnte mich bezahlen für das, was ich tue. Ich vertraue meinem Gott und er beschenkt mich links und rechts. Ich habe jetzt vor einer Stunde wieder 2 Paar Schuhe geschenkt bekommen von einem lieben Afrikaner, dem ich geholfen habe, sein Geschäft aufzubauen. Ja, also, wisst ihr, der Herr sucht Menschen, die nicht auf Verdienst aus sind, sondern die Gott gefallen, die Gott einfach zur Verfügung stehen wollen und das tun, was er vorbereitet hat. Ja. Und wir kennen doch auch den Vers, wo es heißt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Für mich ist das sehr beruhigend für Afrika. Der Herr hat uns ganz klar gesagt, Afrika war noch nie der erste Kontinent. Aber jetzt, wir waren immer die Letzten. Aber jetzt werden wir die Ersten werden. Ihr werdet sehen. Afrika steht vor einer Blüte. Afrika steht vor einer vor einem Offenbarwerden der Liebe Gottes, die Welt zum Staunen bringen wird. Denn Afrika wird der Welt zeigen, wo die Lösungen sind. Afrika ist der reichste Kontinent. Und wir haben uns einreden lassen, dass wir der ärmste Kontinent sind. Dabei kommt jeder und will sich bereichern an Afrika. Ja, aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Also, egal wie lange der einzelne Arbeiter gearbeitet hat, erhielt er den vollen Arbeitslohn. Genauso wie der Schächer am Kreuz, der hat sofort die volle Gnade bekommen. Gnade ist unverdient. Gnade kannst du nur dankbar empfangen. Aber wenn du einmal in diesem Gnadenstrom bist, dann kommst du vom Staunen nicht heraus. Dann hast du keine Forderungen mehr, sondern nur ein dankbares Empfangen. Ja, also im Reich Gottes herrschen andere Prinzipien als in der Welt. Gottes Güte, Gnade und Erbarmen gilt all seinen Kindern, die sich irgendwann im Laufe ihres Lebens zu Christus bekehrt haben. Sei es mit 12 oder mit 80 Jahren. Der Lohn ist immer derselbe, das ewige Leben, die Liebe des Vaters. Es ist für einen Nachfolger Jesu ein absolutes Vorrecht und Privileg, schon von Jugend an Jesus zu dienen. Trotz vieler Glaubenskämpfe, Prüfungen, Versuchungen und Leiden um Jesu Willen ist ein Leben als Überwinder sinnerfüllt, lebenswert, attraktiv und reich gesegnet. Gott ist immer gerecht, aber er hat ein anderes Gerechtigkeitssystem als wir haben. Deshalb ist es besser, unseren Lohn immer unserem Herrn zu überlassen, statt mit ihm darüber zu verhandeln. Ja, im Vers 15b und 16 heißt es, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und ihr werdet sehen, Afrika wird jetzt der erste Kontinent werden, weil sie bisher immer die Letzten waren. Wenn es schlechte Nachrichten gab auf dieser Welt, war es immer über Afrika und Israel. Und das wird sich ändern.
Also unser himmlischer Vater beurteilt Menschen nicht nach äußeren Dingen, sondern danach, was im Herzen des Menschen ist. Der Herr schaut aufs Herz, nicht auf unsere Taten. Wir werden einmal alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen und Lohn empfangen, gemäß unserer Hingabe an ihn in unserem irdischen Leben. Wisst ihr, Gnade ist unfair. Gnade ist unfair. Du kriegst, was du nicht verdienst. Halleluja. Und in der Nachfolge Jesu sind Treue, Demut, Ausdauer, Nächstenliebe, Standhaftigkeit und so weiter gefragt. Wer in seinem Reich selbstherrlich oder um andere zu beeindrucken dient und dabei neidisch auf diejenigen blickt, die Gott in seiner Gnade noch mehr segnet als sie selber, werden am Ende im Reich Gottes die Letzten, das heißt die Geringsten sein, obwohl sie nach außen hin über viele Jahre hinweg erfolgreiche Leiter im Reich Gottes waren. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir in allem, was der Herr Jesus für uns vorbereitet hat und wir die Gnade bekommen, es zu tun, immer ihm alle Ehre geben und allen Dank. Wir dürfen die Freude behalten. So, also, diene den Herrn mit Freude. Sei dankbar, dass du dienen darfst. Tu dies aus tiefer Dankbarkeit und Liebe zu ihm, und zwar für das, was er für dich getan hat. Du und ich sind lebendige Glieder des weltweiten Leibes Jesu. Wenn ein Glied seine Funktion in diesem Reich nicht wahrnimmt, dann leidet der ganze Leib darunter. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Berufung hat, zur Verherrlichung Gottes in diesem Leib zu dienen. Du bist von Gott berufen, in seinem Reich hinzugehen und Frucht zu bringen. Eine Frucht, die in Ewigkeit bleibt und Lohn bringt. Also, wir müssen anders denken im Reich Gottes. Wir müssen unser habsüchtiges und von Konkurrenzdenken geprägtes Wesen aufgeben und lernen, wiederherzudenken. Wisst ihr, da kam eine Dame aus Deutschland und sie besuchte mich. Unser Werk war damals noch nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist, aber mir war es schon sehr groß. Und dann sagt sie zu mir, eines garantiere ich dir, mein Werk wird viel größer werden mit alles. Sage ich, ja, Halleluja, beneiden tue ich dich darum nicht, denn mir ist das meine schon zu groß. Ja, nach 2 Jahren hat sie aufgegeben, ist nichts mehr da von diesem Werk. Wisst ihr, wenn wir etwas tun, um uns selbst zu verherrlichen, da macht Gott kurzen Prozess. Und das sehen wir jetzt auch in unseren Tagen. Alles, was aus Selbstsucht, aus Eigennutz gemacht wurde, hat keinen Bestand, wird untergehen. Diejenigen, die schon viele Jahrzehnte dem Herrn nachfolgen, sollen es als Vorrecht ansehen, einem so wunderbaren Herrn ein Leben lang zu dienen. Und diejenigen, die erst im hohen Alter durch Buße und Bekehrung die Gotteskindschaft empfangen haben, sollen sich jeden Tag an der Schächergnade Gottes freuen und bis an ihr Lebensende ihre ganze Hoffnung auf ihren Heiland Jesus setzen. Wisst ihr, dieser eine Denar, das ist der Lohn des ewigen Lebens. Und wir werden im Himmel Kronen bekommen für das, was wir in Einheit mit dem Heiligen Geist auf Erden im Gehorsam getan haben. Und da möchte ich noch ein Wort vorlesen von einem Verfasser, der unbekannt ist. Wir haben nur ein Leben, wie schnell vergeht die Zeit. Nur was wir für Gottes Reich taten, bleibt auch in Ewigkeit. Oft sind's nicht die großen Werke, so gesehen von jedermann. Es sind oft die kleinen Dinge, die ganz still für ihn getan. Und ich bin überzeugt, dass manches Mütterchen, das jahrzehntelang Fürbitte geleistet hat, für ihre Familie, aber auch für die Gemeinde, auch für die Welt, dass die mehr Kronen kriegen als die, die auf der Welt sehr geehrt wurden. Ihr Lieben, Gott schaut auf das Herz. Bitte den Herrn, dass er dir ein Herz gibt, das sich eins macht mit dem Herzen Gottes. Wo du sagst, Herr, wo sind deine Lasten? Ich will dir helfen, deine Lasten zu tragen. Und wenn du anfängst, von Gott zu hören, wo seine Lasten sind auf jeden Fall die Waisen, die Witwen, die Armen, die Israel, die Verlorenen,
die Versöhnung. Gott will sein Reich manifestieren. Und da fängt er an bei den Schwächsten. Möge der Herr dir die Augen und Ohren des Herzens öffnen für die Gnade Gottes, die er reichlich denen schenkt, die sich ihm permanent aus Liebe und Dankbarkeit zur Verfügung stellen. Herr, hier bin ich. Was sind deine Pläne? Shalom.